Bau dir dein eigenes Dernita-Case. Wähle deinen Namen, deine Spieler-ID und das passende Abzeichen aus und werde offizielles Mitglied von Team Dernita auf www.merchbase.de/dernita. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es mal wieder ein ultra krasses Video, denn im heutigen Video werden wir uns eine 1 verbleibende Gegenstände, 10 bzw. 11 verbleibende Gegenstände, 100 verbleibende Gegenstände und 1000 verbleibende Gegenstände Megabox anschauen. Ihr denkt euch jetzt so, WTF, Digga. Aber es wird auf jeden Fall ultra krass und interessant, Leute. Also bleibt unbedingt am Start in diesem Video und gebt schon mal auf jeden Fall ein Like. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Schreibt mal in die Kommentare, was war euer Rekord an ja, der höchsten verbleibenden Gegenständenanzahl in einer Megabox? Bin mal mega gespannt, Leute. Und bevor es losgeht, vergesst auf gar keinen Fall die Dernita Handyhüllen, Freunde. Die kommen an diesem Samstag, dem 16.04. um 14 Uhr auf merchbase.de/dermerch raus. Sind eben auf 1000 Stück limitiert. Ihr müsst mega schnell sein. Ihr könnt auf eure Handyhülle euren Brawl Stars Namen, eure Brawl Stars ID plus euer Profilbild eben draufpacken. Richtig geile Sache, Leute. Es gibt für über 200 Handymodelle. Also ihr werdet euer Handy dort auf jeden Fall finden. Gönnt euch. So, Freunde, wir fangen auf jeden Fall leicht an und zwar mit einer 1 verbleibenden Gegenstände-Megabox. Dafür habe ich mir mal hier rausgesucht, mein 100.000 Gems Megabox Opening Battle mit Clash Games, Leute. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Dieses Video hat 17,2 Millionen Aufrufe auf meinem Kanal bekommen. Geisteskrank, ey. Nochmal fettes Dank natürlich, ne? Das ist anders krank. Ich kenne echt nicht viele Videos, die das im deutschen Raum erreicht haben. Also wirklich geisteskrank. Und hier schauen wir uns mal eine klassische 1 verbleibende Gegenstände-Megabox an. Let's go. Nehmen. Ja, Mann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich überhaupt. Ah, ich hab was. Ich wollte gerade sagen, ob ich überhaupt noch eine Star. Ich hab auch was. Ah, lol. Oh! 3, 2, 1, go. Ja! Let's go! Yes! Der dritte legendäre. Auf jeden Fall, Leute, da konnte ich schon kaum noch, weil ich so viele Legendäre schon davor gezogen habe. Aber auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das war jetzt die 1 verbleibende Gegenstände Megabox. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu einer 11 verbleibenden. Ne? Ich habe auch überlegt, ob ich eine 10 verbleibende reinnehme. Aber ich glaube, 11 ist ein bisschen interessanter jetzt. Deswegen kommen wir jetzt mal zu einer 11 verbleibenden Megabox eben. Ja, let's go. So, Freunde, und zwar hat eben vor kurzem der Kollege ChaosAdam13 wirklich eine 11 verbleibende Gegenstände Megabox gezogen. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Das ist geisteskrank. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Das hatte ich auch noch nie bei mir im Video drin, weil ich hatte eine andere 11 verbleibende Box drin. Aber die schauen wir uns natürlich jetzt auch nochmal an. Wie sieht das aus, wenn man 11 verbleibende zieht? Let's go. 11! 11! No way! Digga, so krank! 11 verbleibende. Nein, oder? Oh, ich glaube doch, Bruder. Digga, ich wär glaube ich, bei 11 nochmal deutlich mehr ausgerastet als bei 10. Man muss halt ehrlich sein, dass 10 verbleiben jetzt deutlich einfacher sind. Aber 11 ist halt wiederum geisteskrank. Heftig so. No way. Krank, einfach nur krank. Wir schauen mal, was er drin hatte in der Box. Let's go. Oh, und die 4 blinkt. Leute, wären das nicht 9? Genau. Die 4, okay. Vorher wären es 9 gewesen, aber mit Fragment Gadget, und Gier. Gadget. Nice, Star Power. Oh, Star Power und legendärer Brawler. Mann! Gadget, Alter. Ey, Leute, stellt euch einfach mal vor, ihr zieht 11 verbleibende und seid an enttäuscht, weil kein Legendärer drin ist. Ey, ist doch egal, Alter. Du hast 11 verbleibende. Diese Münzen und das letzte passt einfach nicht mehr auf den Bildschirm. So viel ist in dieser Box drin. Einfach nur geisteskrank, Leute. Aber 11 verbleibende und hier 3, ja. Hier. Echt ultra krank, Leute. Was soll ich sagen? Und jetzt kommen wir, ihr habt euch schon bestimmt das Ganze eh gefragt. Wie würde es dann aussehen, wenn man 100 verbleibende in einer Megabox hat? Das ist natürlich jetzt ein Konzept und dazu kommen wir jetzt. Also, Freunde, wie gesagt, ganz wichtig, das Ganze ist ein Konzept. Es ist von Silent Sane gemacht. Das Interessante ist, Leute, wenn ihr eine 100 verbleibende Megabox öffnen würdet, würde es einfach 13 Minuten dauern, diese Box zu öffnen, weil man so viele Brawler darin hat. Und das schauen wir uns jetzt an. Und let's go! Und, Alter! Oh mein Gott! Schaut es euch an, Alter! Vor allem Shelly, Digga! Digga! Genau, Leute, man kann natürlich nicht, Mindshine Brawler aus einer Box ziehen, das ist ja auch nur ein Konzept, aber schaut euch einfach an, wie krank das aussehen würde. 95 bleiben noch übrig. Und das, ja, geht jetzt einfach 13 Minuten lang so. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, okay, was sind denn dann am Ende für Brawler drin? Und ich würde sagen, wir skippen mal ein bisschen vor, weil das ist ultra lustig. So, Leute, jetzt haben wir hier nämlich noch die Legendär natürlich am Ende, ganz klare Sache. Ihr seht es auf jeden Fall. Okay, nice. Hier haben wir auf jeden Fall Amber. Let's go. Okay, Leute. Hier auch nochmal Leon. Jetzt wurden auch alle Legendären sozusagen gezogen. Und jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Was? Digga, einfach Cartoon Cat. Digga, jetzt wird's ganz, ganz weird, ne? Noch 49 verbleibende Brawler.
Oh, und wir haben auf jeden Fall als nächstes nochmal Cartoon Dog. So, Leute, hier geht's weiter. Jetzt haben wir einfach mal einen Creeper zum Beispiel. Und es geht weiter. Wir haben einfach mal, Digga, Daddy Pig. What? Und es sind immer noch 44 Brawler, die verbleiben würden, Digga. Einfach so Freddy, Digga, Animatronic Bär. Ich weiß nicht mal, wer das ist, Digga. Ich weiß es einfach nicht, Digga. Richtig, richtig lustig. Oh, und als nächstes haben wir nochmal, Digga, Granny, so eine übelst gruselige Oma, Alter. WTF. Und es geht einfach weiter. Es sind immer noch 41 Brawler. House Head als nächstes einfach. So, Leute, es geht weiter. Zum Beispiel auch Invader Sim. Ich weiß nicht, was das genau ist, wie gesagt. Und es geht weiter. Lighthead, Mutant. Wie gesagt, ich habe jetzt mal die Geschwindigkeit hochgestellt. Und es geht einfach genauso weiter. Mario einfach aus einer Box gezogen, Digga. Noob einfach und Roblox. Lul. Und Digga, auf einmal Peppa Pig und so weiter. Und jetzt kommen wir mal, Leute, zu dem, das, was alles wegkillt. 1000 verbleibende Gegenstände in einer Megabox. Wir schauen uns das einfach mal an. So, Leute, und zwar ist das Ganze auch von Silent Sane. Und ja, es sind wirklich 1000 verbleibende Gegenstände. Das ist kein Spaß. Ihr seht es auf jeden Fall. Es würde 2 Stunden und 1 Minute dauern, eine 1000 verbleibende Gegenstände Megabox zu öffnen, Digga. Das wäre doch mal ein geiler Stream, würde ich sagen, Leute. Unfassbar wirklich. Und wir schauen uns mal an, wie das aussehen würde, Leute. Let's go, Alter. Und die Box wird geöffnet. 1000 verbleibende Gegenstände, Digga. Als erstes kommt Fang, was gar keinen Sinn ergibt, Leute. Und Grom, ne? Also die beiden neuen scheinbar. Einfach mal rein. Außer jetzt Eve. Natürlich sind auch in dieser Box erst einmal die, ja, normalen Brawler alle drin. Wir skippen mal vor. So, Leute, hier wird es auf jeden Fall jetzt interessant. Wir sind bei 945 verbleibenden Gegenständen. Zu krank. Und es geht los, wir haben einfach mal so eine Anker, ich weiß nicht mehr, wer das ist, Digga. Und es geht weiter, wir haben einfach einen tanzenden Hai, Digga, Shark. Und es sind 944 verbleibende Gegenstände, Digga. Oh mein Gott. Und als nächstes einen Dinosaurier einfach mal aus einer Box, okay. Kann man auch mal machen, Leute. Und ja, als nächstes so dieser Doggy-Meme auf jeden Fall, auch sehr cool. Shiba Inu, ne, nice Hund, ich mag die Shiba Inu-Hunde. Und als nächstes einfach Homer Simpson. Digga, ich frag mich echt, wie viel Arbeit das war, Mann. Jake the Dog. Und wir haben immer noch 940 verbleibende, Junge. Leute, ne, soll ich mal in dem Livestream einfach auf die ganze Box reagieren? Ich fände das auf jeden Fall cool. Sad Pepe, The Frog. Einfach auch sehr, 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 sehr geil. Und einmal Pikachu aus Pokémon. So, Leute, es sind nur noch 36. Ich habe jetzt mal vorgeskippt. Es geht einfach genauso weiter, das ganze Video. Und einfach Spider-Man Peter Parker. Junge, es sind immer noch 35. Es geht wirklich die ganze Zeit im Video übrigens so weiter. Komplett krank. SpongeBobs, ja, Schwammkopf natürlich jetzt auch nochmal. Leute, da einfach mal so eine, ja, Orange gezogen, Leute. Auch sehr krass, ne? Ihr seht schon, also das ist, geht wirklich das ganze Video so durch mit wirklich 1000 verbleibenden Gegenständen. Zu krank. Auf jeden Fall imagine, wenn das so echt wäre, Leute. Ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich würde sagen, wir sehen uns, Freunde. Gerne auch kostenlos Abo. Und damit ciao, ciao.